Ich habe es ihm gleich gesagt, dass er da nicht stehen kann. Aber er hat gemeint, gleiches Recht für alle. Guten Morgen, Herr Kruspel. Von wem reden Sie denn? Naja, von dem Herrn, der sich da auf Ihren angestammten Parkplatz gestellt hat. Der Herr Dr. Neubauer. Ah, unser Neuzugang. Naja, sind wir nachsichtig. Ich habe ja auch keinen reservierten Parkplatz. Ja, den haben Sie aber doch. Ich meine, ich bin ein juristischer Laie, aber das ist Gewohnheitsrecht. Der nächste Parkplatz zum Eingang ist für den Dienststellenleiter, damit der nicht so weit hatschen muss. Ich meine, damit der sich nicht so weit bewegen muss. Ja, also ich bewege mich noch ganz gut, Herr Kruspel, und ich hatsche auch noch nicht. Und unser junger Herr Kollege, der wird auch noch den richtigen Parkplatz finden. Ja? Guten Morgen, Frau Doktor. Guten Morgen, Regine. Ich will den Dr. Neubauer zu seiner ersten Tasse Kaffee einladen. Na ja, sicher. Man muss sich doch ein bisschen näher kennenlernen, bevor man sich in die Arbeit stürzt. Ja. Das ist der beste Kaffee, den Sie sich vorstellen können. Den hat mir gestern der Felix, also ich meine, der Dr. Tischner vom... Na, er hat sich zuallererst einen Hammer und ein paar Nägel ausgeborgt. Einen Hammer? Morgen. Herr Dr. Neubauer, wie ich annehme. Ja, der bin ich. Da haben Sie jetzt aber Glück gehabt. Danke, dass Sie mich aufgefangen haben. Ich bin Julia Laubach. Die Frau Beranek haben Sie ja schon kennengelernt. Entschuldigen Sie, wenn ich geahnt hätte, dass Sie um diese Uhrzeit schon im Hause sind, wäre ich natürlich sofort zu Ihnen gekommen. Sie konnten ja nicht wissen, dass eine Dienststellenleiterin schon um 8 Uhr in der Früh im Haus ist. Stimmt, ich habe noch nie einen Chef gehabt, der vor 9 Uhr an seinem Schreibtisch saß. Jedenfalls freue ich mich darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Kollege Neubauer. Herzlich willkommen. Danke. Ich hoffe, Sie nicht zu enttäuschen, Frau Rath. Davon bin ich überzeugt. Übrigens, hier am Gericht bin ich die Frau Dr. Laubach. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ich bin zwar eine Großstadtpalme, aber ich werde mich sicher bald an die Provinz gewöhnen. Ja, wir sind auch nicht unbedingt Provinzgewächse. Aber so haben Sie sicher nicht gemeint. Natürlich nicht. Die Frau Beranek wollte Sie auf einen Kaffee einladen. Oh, wunderbar. Ich bin ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Gut, dann würde ich sagen, in einer Viertelstunde bei mir im Büro. Sagen Sie, was macht denn der Herr da an der Wand? Der King? Der King? Den habe ich immer dabei. Frau Doktor, Elvis Presley wurde der King genannt. Ja, ja, das weiß ich. Aber was macht er hier in einem Amtsraum? Das ist Teil der persönlichen Gestaltung meines Büros. Schauen Sie. Ist doch wohl in Ordnung, oder? Ja, ja, bitte. Wie Sie meinen. Wissen Sie, ich bin selber Musiker und ich habe eine Band und spiele Gitarre und unsere Band spielt manche seiner alten Sachen. Er war der Größte. Der Größte? Mit Abstand. Ja, wenn Sie das sagen. Die restlichen Bohnen sammle ich natürlich allein auf. Das bin ich Ihnen schuldig. Wie gesagt, in einer Viertelstunde bei mir. Danke. Ja. Wer hätte das gedacht? Unser neuer Richter ist Elvis-Fan und spielt Gitarre. Na und? Andere spielen Bass-Tuba mit Rumba-Kugeln oder mit Kaffeebohnen. Frau Doktor, jetzt muss ich Ihnen etwas gestehen. Na? Ich bin nämlich auch ein Elvis-Fan. Ich habe fast alle Platten von ihm zu Hause. Regine, Ihnen schlummern ja ungeahnte Talente. Aber jetzt sollten wir uns dem Kaffee widmen, bevor die Bohnen ganz ausgehen. Ah ja. Ich weiß nicht. Ich glaube aber nicht. Scheint noch alles dran zu sein. Kannst du irgendwo meine Brille sehen? Da ist sie. Du brauchst sie doch nicht wirklich, oder? Aber nein, woher denn? Nur zum Lesen und zum Radfahren und so. Du weißt ja, wofür man eine Brille braucht. Entschuldigung. Ich weiß, ich bin viel zu schnell dran gewesen. Ja, ich auch. Susi, ich bin die Susi Strohbreiter. Die Tochter vom Ex-Bürgermeister. Genau. Wolfgang Laubach. Der Enkel der Ex-Bürgermeisterin? Genau. Ich
glaube, ich bringe dich nach Hause. Hm? Ja, bitte. Ich brauche dringend meine Ersatzbrille. Mach ich doch gerne. Tut dir dein Knie noch weh? Vergiss es. Kaum der Rede wert. Spitzt es auch nicht den starken Mann? Sehe ich so aus? Eigentlich nicht. Na, das ist es. Außerdem kann man ja sein wahres Ich so und so nicht verwerten. Aber viele versuchen es. Hast du eigentlich eine Freundin? Warum willst du das wissen? Nur so. Du musst doch nicht darauf antworten. Ach, ist ja kein Geheimnis. Zurzeit habe ich keine. Bist du verliebt? Du stellst Fragen. Mein Leben von Natur aus neugierig. Das bin ich auch. Und ich will wissen, worauf ich mich einlasse. Einlasse? War das jetzt das Schmerzensgeld? Nur eine Anzahlung. Wenn du willst, können wir uns ja öfter sehen. Das wäre mir nicht unangenehm. Das Zimmer war ja hoffentlich in Ordnung. Ja. Mhm. Ich habe ausgezeichnet geschlafen. Darf ich? Was haben Sie denn? Ich habe mich doch so blöd verrissen. Ah, ein Hexenschuss. Ja. Darf man fragen, wie lange Frau Doktor noch zu bleiben gedenken? Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber sicher noch ein paar Tage. Nicht böse sein, Frau Doktor, aber diese Ähnlichkeit mit der Hertha ist schon verblüffend. Mich reißt sie jedes Mal, wenn ich sie sehe. Und das ist ja auch kein Wunder. Hertha Mehr war ja schließlich meine Zwillingsschwester. Ah ja? Wollen Sie sich einen Augenblick setzen? Mit Vergnügen, danke. Ich würde gerne das Geburtshaus besuchen. Unsere Eltern hießen Mooskirchner. Anna und Franz. Mooskirchner. Und das sagt mir gar nichts. Da kann ich leider nicht dienen, gnädige Frau. Allerdings bin ich erst vor 25 Jahren hierher gezogen. Denken Sie, dass man mir im Rathaus weiterhelfen kann? Ja, sicher. Die haben dort alles feinsäuberlich registriert. Er hat das Haus ihrem Herrn Vater gehört? Das glaube ich nicht. So viel ich weiß, waren unsere Eltern sehr arm. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Bin ich hier richtig? Ich möchte in die Einwohnerliste Einsicht nehmen. Sie meinen das Meldeamt? Tja, ich fürchte, da wird um die Zeit noch keiner sein, aber vielleicht kann ich Ihnen ja weiterhelfen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich bin auf der Suche nach Anna und Franz Mooskirchner. Sie haben hier in Retz gewohnt. Ich denke so etwa zwischen 1930 und 1950. Puh, das ist lange her. Unsere EDV hat die Meldedaten seit 1970 erfasst, aber davor tut mir sehr leid. Das ist aber sehr schade. Ich hatte gehofft, hier etwas zu erfahren. Entschuldigen Sie, eine Frage. Ja, bitte. Warum suchen Sie denn das Ehepaar Mooskirchner? Es waren meine Eltern, denen ich nie begegnet bin. Die alten Standesamtdaten drüben im Stadtarchiv im ehemaligen Bezirksgericht. Vielleicht finden Sie dort eine Spur. Das ist gleich hinterm Rathaus. Wenn Sie wollen, kann ich Sie begleiten. Oh, danke, danke. Ich will Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Ich finde mich schon allein zurecht. Sagen Sie, Sie haben so ein schönes Büro. Darf man fragen, welchen Job Sie hier in diesem Rathaus haben? Ich bin Bürgermeisterin. Guten Morgen. Das Rathaus hat wohl noch geschlossen? Ja, aber mit der Frau Bürgermeisterin kann man schon sprechen. Und jetzt bin ich unterwegs zum Stadtarchiv. Mhm. Da wird sicher auch noch niemand da sein. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihnen helfen. Ich habe dort länger gearbeitet. Ich weiß, wie man um diese Zeit hineinkommt. Das ist aber sehr lieb von Ihnen. Was suchen Sie denn? Hinweise über die Vergangenheit meiner Eltern. Ah, da.
Da haben wir es. Anna Perutka, Zugeherin. Und Franz Mooskirchner, Forstarbeiter, wohnhaft am Anger 23, erschienen am 28.05.1929 vor dem Friedensrichter zu Retz zum Zwecke der Eheschließung. Ach ja, tatsächlich. Ja, schauen Sie, da steht's. Am Anger 23. Das ist gar nicht weit von hier. Wenn Sie wollen, kann ich Sie hinbringen. Ich müsste allerdings vorher noch ein paar Anrufe tätigen. Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Ich finde schon hin, wenn Sie mir nur den Weg erklären. Könnte ich davon eine Fotokopie haben? Natürlich, kommen Sie mit in mein Büro. Dort kann ich Ihnen den Weg auch auf dem Stadtplan zeigen. Es ist geradezu unglaublich, wie man sich hier auf dem Land um den Einzelnen kümmert. Ja, das ist Bürgerservice. Aber das gibt's doch auch bei Ihnen in den Vereinigten Staaten. Ja, aber man muss dafür bezahlen. Ah, bei uns ist das zum Glück noch nicht so. Haben Sie eigentlich heute Abend schon etwas vor? Nein. Hätten Sie Lust, zu uns zum Abendessen zu kommen? Oh, sehr gerne. Gut, dann würde ich sagen, so gegen 7 Uhr. Ja. Eines sagen. Fahren Sie nie in die Staaten und besuchen dort ein Jack in the Box. Bitte schön. Was ist ein Jack in the Box? Ein Burger-Restaurant. Wie etwa McDonald's. Man würde sie dort nicht bei der Tür rauslassen. Man würde sie vom Fleck weg engagieren. Das wäre sowas wie Menschenraub. Also das würde ich nicht zulassen. Niemals. Ich würde mich abwerben lassen. Nicht für viele Millionen. Also jetzt übertreiben Sie nicht, Anita. Na wunderbar. Dann haben wir wieder mal alles geklärt. Alles gut. Gute Nacht. Jetzt gehst du schon, du, das ist aber sehr unhöflich. Ich bin schon sehr müde. Also dann, schlaf gut. Guten Abend. Hallo. Ah, guten Abend. Entschuldige bitte die Verspätung. Grüß dich. Ich hoffe, es war ausgezeichnet. Ich sage jedenfalls ein herzliches Danke für diese wunderbare Einladung. Und ich hoffe nur, dass ich mich bald mit einer Gegeneinladung revanchieren kann. Super. Ein Abendessen in Amerika? Das wäre auch schön. Aber es geht hier um eine Einladung in Retz. In einem Restaurant? Nein, nein, nein. Sie verstehen mich falsch. Ich werde hier ein Abendessen am eigenen Herd kochen. Aber was rede ich denn da so komisch herum? Mit einem Wort, ich habe hier in Retz mein Geburtshaus gemietet. Sie werden hier bleiben? Das finde ich aber großartig. Nicht wahr? Der Besitzer wollte es schon heuer abreißen, aber das Geld ist ihm ausgegangen. So hat auch ein Bankrott manchmal seine guten Seiten. Von einem Bankrott kann man wieder aufstehen. Wenn man dazu in der Lage ist. Sagen Sie mir doch, wie ist das passiert? Jeden Tag gefragt, was sie von ohne sie gemacht hätte.
Als Ärztin war ich häufig mit Problemen wie dem Ihren befasst. Ich habe meine Patienten immer aufgefordert, über ihren Unfall zu sprechen. Wie war das bei Ihnen? Sie sind vom Pferd gefallen und... Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich bin erst wieder aufgewacht, als der Arzt mit mir gesprochen hat. Das war der Dr. Burger, unser Gemeindearzt. Er war wenige Minuten nach dem Sturz schon an der Unfallstelle. Entschuldigung, aber sie ist bei dem Unfall dabei gewesen. Das Pferd sollte ein Geschenk für Sie sein. Oh, Elisabeth hat mich, ich meine, hat uns, Rausche und mich geholt. Und dann sofort haben verständigt Dr. Burger. Danke. Dr. Burger hat Carlos auf den Rücken gedreht. Was hat er getan? Dr. Burger hat Carlos auf den Rücken gedreht und dann hat ihn untersucht. Ich verstehe. Ich wollte es anfangs natürlich nicht wahrhaben, aber meine Familie hat mir sehr geholfen. Hallo. Hallo. Ich hätte nicht geglaubt, dass du wirklich kommst. Jetzt weißt du nicht, was du mit mir machen sollst. Gustav, was machst du hier? Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Du verrückt bist, wenn dich irgendjemand gesehen hat. Mich sieht niemand. Ich bin Polizist. Und ich oft unterwegs sein in geheimer Mission. Kann ich jetzt reinkommen? Was machst du denn da? Ich zieh dir die Jacke aus. Ein interessanter Artikel. Ja, sehr. Sekunde, ich bin gleich fertig. Mhm. Worum geht's denn? Um Genpatente. Überlegungen über die Rechtmäßigkeit, Eingriffe in die Erbsubstanzen urheberrechtlich schützen zu lassen. Thema mit Zukunft. Mhm. In der Tat. Sag, ist dir aufgefallen, wie Frau Miller reagiert hat, als Anita von Dr. Burger gesprochen hat? Nein, hätte mir da was auffallen sollen. Sie war plötzlich wie verändert. Irgendwas hat sie irritiert. Ich werde sie gelegentlich darauf ansprechen. Heute kam übrigens die Endabrechnung über Carlos Behandlungskosten. Und? Ziemlich genau die Summe, die ich ihm schulde. Die wir ihm schulden. Die wir ihm schulden. Das heißt also, Carlos ist trotz allem pleite und gänzlich auf uns angewiesen. Könntest du uns dann noch eine Flasche holen? Schmeckt dir wohl? Vorzüglich. Das habe ich befürchtet. Ein Geschenk der Firma Callisto. Ein genmanipulierter Wein? Das nehme ich doch an. Ich meine, wenn es ein Werbegeschenk ist. Storchenparadies, Südhang und Gutsabfüllung. Wo ist denn? Zähneputzen. Aufstehen! Los! Den ganzen Tag doch nicht willst du im Bett herumhängen.
Los, Wolfgang, komm zum Frühstück. Anita, lass mich in Ruhe. Hab in deine Küche. Anita, ich hab keinen Hunger, ehrlich nicht. Irgendetwas musst du essen. Nein, muss ich nicht. Natürlich musst du. So dünn du bist wie Garniker im Frühjahr. Anita, lass das, ich hab drunter nichts an. Na und? Glaubst du, ich hab noch nie gesehen einen nackten Mann? Geh doch lieber zu deinem Polizist und zieh ihm die Uniform aus. Sieht sicher aus wie ein kleiner behaarter Affe. Mir ein Sandal, ein Hey! Werde ich was Gutes kochen für dich, damit du auch genug Fleisch und genug Behaarung bekommst auf deinen ganzen Körper. Na fein, und jetzt hau ab und lass mich endlich weiterschlafen. Simsalabim, schwirr ab. Verstehe. Na, werde ich dir weiche Eier kochen, damit du wieder genug Kraft bekommst. Gutes Boffen auf deine Freundin. Wolltest du vielleicht noch ein frisches Kipferl? Danke. Aber so viel kann ich nicht jeden Tag essen. Seit ich in Retz bin, habe ich schon 2 Kilo zugenommen. Steht Ihnen aber ausgezeichnet, Frau Doktor, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Könnten Sie mir das bitte abnehmen? Ich habe nur solche Schmerzen, ich kann kaum stehen. Ja, dann setzen Sie sich doch. Mit Vergnügen. Haben Sie diese alte Keuschen tatsächlich gemietet? Das ist keine alte Keuschen. Das ist ein liebes kleines Haus. Ja, schon, aber im Winter wird Ihnen dort der Arsch ab. Pardon, der Hintern abfrieren, Frau Doktor. Um meinen Hintern brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Er ist gut gepolstert. Jetzt tun Sie schon über eine Stunde Internetten. Keine Sorge, ich bezahle die Telefonkosten. Ja, bitte, so war es doch gar nicht gemeint. Ich meine ja nur, so fleißig schon am frühen Morgen? In Cleveland ist es jetzt später Nachmittag und meine Kollegen im Krankenhaus sind da am ehesten zu erreichen. Ach so? Ich hab geglaubt, Sie sind schon in Pension. Mein Gott, sind Sie neugierig. Es handelt sich hier um ein medizinisches Problem. Der ersten Hilfe bei Wirbelsäulenverletzungen. Oh, das ist für Sie doch sehr interessant. Ah ja? Juliet, she felt the same. Ja, Frau Berneck, when he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, you gave us fever. Boom, 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 when you kiss me, fever, when you... Was ist denn los? Machen wir weiter. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Guten Morgen. Aber ich dachte zuerst, hier drinnen läuft ein Radio. Ja, das ist aber ein Kompliment. Guten Morgen, Frau Doktor. Morgen. Ich habe meine alte Haxler mitgebracht, ein seltenes Stück. Und als mir dann auch noch Frau Berneck den Kaffee rübergebracht hat, da... Entschuldigen Sie, Frau Doktor. Es ist einfach mit uns durchgegangen. Es wird nie wieder vorkommen. Warum? Es klang durchaus anhörbar. Wirklich? Ja, das ist aber ein schönes Instrument. Ja. Ich würde nur vorschlagen, die Proben außerhalb der Gerichtszeiten abzuhalten. Manche Klienten könnten sonst glauben, sie sind auf der falschen Veranstaltung. Also, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, es ist 8:10 und unsere Amtsstunden haben noch gar nicht begonnen. Natürlich. Mein Vorschlag war auch rein prophylaktisch gemeint. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Vormittag, Herr Kollege. Danke, gleichfalls. Sagen Sie, kann sich der Herr Kollege den Kaffee nicht selber holen? Wieso? Na, ich meine nur, weil Sie ihm den Kaffee schon auf den Schreibtisch servieren, ne? Das war doch heute nur eine Ausnahme, weil der Herr Doktor so viel zu schleppen hatte. Ja, bitte, ich habe nichts dagegen. Bei den Qualitäten, die er zu haben scheint. Entschuldigung. Frau Miller wartet draußen. Hätten Sie kurz Zeit für Sie? Aber sicherlich. Mein erster Termin ist erst in einer halben Stunde. Die ist für Sie. Sie meinten doch, ob ich Ihnen nicht eine Elvis-CD borgen könnte. Fever. Danke, Regine. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Keine Ursache. Es ist mein großes Vergnügen, Sie mit dem King konfrontieren zu dürfen. Naja, also ich freue mich darauf, ihn wieder mal zu hören. Ja. Die Frau Doktor lässt bitten. Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Tee oder Kaffee? Ja, wenn das möglich ist, gerne.
Ein Espresso würde mir sicherlich gut tun. Wird sofort gemacht. Bitte. Ich wollte Sie nur unter vier Augen sprechen über eine Angelegenheit, die ein Mitglied Ihrer Familie betrifft. Es geht um Carlos, wie ich vermute. Ja, wie kommen Sie darauf? Naja, Sie wurden sehr nachdenklich, als wir kürzlich über seinen Unfall gesprochen haben. Sehen Sie, Julia, wenn das stimmt, was Ihre Haushälterin berichtet, dann liegt die Vermutung sehr nahe, dass hier ein grober Kunstfehler passiert sein könnte. Was meinen Sie mit einem groben Kunstfehler? Man kann die Möglichkeit nicht ausschließen, dass die vollständige Durchtrennung von Carlos Rückenmark erst passierte, als ihn der Arzt auf den Rücken drehte. Ihr Schwiegersohn hätte dann in so einem Fall Anspruch auf eine erhebliche Schadenersatzzahlung. Wie gesagt, wenn das stimmt, was Ihre Haushälterin berichtet. Ich habe keinen Anlass, an der Richtigkeit Ihrer Worte zu zweifeln. Außerdem waren noch zwei weitere Personen am Unfallort anwesend. Ihr Freund, der Herr Rauscher, ein Polizeibeamter, und natürlich meine Enkeltochter. Bei mir zu Hause würden drei gleichlautende Aussagen vor Gericht zu einem eindeutigen Urteil führen. Nur werden in Europa lange nicht so hohe Summen als Schadenersatz bezahlt, wie das in Amerika üblich ist. Andererseits, wenn Carlos' Zustand die Folge eines Kunstfehlers ist, dann steht ihm natürlich eine Entschädigung zu. Zumal Ihr Schwiegersohn erwähnte, dass er nicht vermögend ist. Carlos ist arm wie eine Kirchenmaus. Dann sollten Sie der Wahrheit auf den Grund gehen. Danke, dass Sie zu mir gekommen sind. Würden Sie mir in dieser Angelegenheit weiterhelfen? Natürlich, wenn Sie das wollen. Ich habe ja den Stein ins Rollen gebracht. Nur bestätigen, wie es war. Herr Dr. Burger hat Carlos auf den Rücken gedreht und dann hat begonnen mit der Untersuchung. Herr Gustel, ich meine Herr Bezirksinspektor Rausche, das kann bestätigen. Was auch immer passiert sein mag, ich habe mich mit meinem Schicksal abgefunden. Egal, wer mich umgedreht hat oder nicht umgedreht hat, Tatsache ist, dass ich nie wieder aus diesem Rollstuhl aufstehen werde. Macht es überhaupt Sinn zu kämpfen? Es lohnt sich immer, um sein Recht zu kämpfen. Was soll ich tun? Arthur wird mit deiner rechtsfreundlichen Vertretung beauftragt und er wird Frau Miller autorisieren, deine Krankengeschichte den diversen Gutachtern, die sie kennt, zugänglich zu machen. Schön. Beides soll geschehen. Gut, dann soll jetzt die Wahrheit zum Zug kommen. Und ich werde gleich dem Dr. Burger morgen meine Aufwartung machen. Das ist unheimlich. Das ist eine Unterstellung. Das ist eine bodenlose Frechheit sondergleichen. Das hätte ich mir von Ihnen als Richterin, Frau Dr. Laubach, niemals erwartet. Jetzt machen Sie aber mal halblang, Herr Dr. Burger. Ich habe eine ganz harmlose Frage gestellt. Sie fragen mich, ob ich einem meiner Patienten das Kreuz breche. So eine Frage nennen Sie harmlos? So eine Frage ist unzulässig. Keine Frage ist unzulässig. Vor allem dann nicht, wenn ein eindeutiges Gutachten eine solche Frage nahelegt. Eindeutiges Gutachten? In Amerika kann man doch alles kaufen. Ihnen geht's doch nur ums Geld. Jetzt unterstellen Sie, Herr Dr. Burger. Es ist zwar richtig, dass mein Schwiegersohn völlig mittellos ist, aber hier geht's in erster Linie um sein Recht. Jedenfalls lag Herr Oppermann bereits auf dem Rücken, als ich kam. Und so fällt man nicht auf dem Rücken, wenn man vom Pferd stürzt. Ihre Haushälterin und der Gendarme haben ihn wahrscheinlich umgedreht. Die sollten Sie mal fragen und nicht mich. Sagen Sie, Herr Dr. Burger, wie hieß der Arzt, der seinerzeit die Aufnahme im Krankenhaus durchgeführt hat? Dr. Brandner, warum? Nur so. Ich möchte Sie nicht weiter stören. Guten Tag, Herr Dr. Burger. Wiederschauen. Krankenhaus Hollerbrunn? Ja, Herr Dr. Burger. Kollegen Brandner, bitte. Frau Dr. Laubach, wenn ich nicht irre. Oh, guten Tag, Herr Doktor. Schön, dass Sie sich einen Augenblick für mich Zeit nehmen. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Ja, bitte fragen Sie. Sie waren doch der Aufnahmearzt, als mein Schwiegersohn vor einigen Monaten mit einer schweren Rückenverletzung eingeliefert wurde. Ja, da war ich. Sie erinnern sich so schnell, obwohl es schon Monate her ist? Ich erinnere mich deswegen, weil Dr. Burger mit dabei war. Das ist ein alter Bekannter. Und was hat Ihnen Dr. Burger bei der Aufnahme berichtet?
Ja, das übliche, Zeitpunkt des Unfalls, seine Erstdiagnose, bisher getroffene medizinische Maßnahmen. Sonst nichts? Sonst nichts. Ich meine wirklich nichts? Ich weiß wirklich nicht, worauf Sie hinaus wollen. Auf gar nichts, Herr Doktor. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dr. Burger bestreitet ganz entschieden, Carlos nach seinem Unfall auf den Rücken gedreht zu haben. Er behauptet, Sie, Herr Rauscher, und Anita hätten das getan. So ein Unsinn. Ich weiß doch, wie man Unfallopfer erst behandelt. Das ist mein tägliches Brot. Ja, ich weiß, aber er droht Ihnen beiden nun mit einer Rufschädigungsklage in Millionenhöhe. Was bitteschön ist Rufbeschädigungsklage in Millionenhöhe? Rufschädigung bedeutet, wenn man etwas behauptet und damit dem Ruf eines anderen, also damit dem Dr. Burger, schadet. Ich soll zahlen, Dr. Burger, Millionen? Ich habe doch überhaupt nichts getan. Gustel ist mein Zeuge. Du bist doch Amtsperson in der Uniform und hast doch immer recht. Na, mach doch was. Naja, so ist das auch nun wieder nicht. So dramatisch wird's nicht werden, aber der Prozess kann sich hinziehen. Das ist große Katastrophe. Wie soll ich das bezahlen? Mein ganzes Leben ist ruiniert. Ich werde mich dann um Sie kümmern. Bitte. Ja. Das ist natürlich Unsinn. Wir haben Herrn Oppermann nicht auf den Rücken gedreht. Bitte sehr, Frau Doktor. Danke, davon gehe ich aus. Ich halte die Aussage von Herrn Dr. Burger für eine reine Schutzbehauptung. Frau Doktor, entschuldigen Sie. Bitte sehr. Dankeschön. Hat er Chancen, damit vor Gericht durchzukommen? Nein, das sehe ich nicht so. Danke. Na, hoffentlich. Als Polizist steht man immer ein bisschen am Rande des Abgrunds. Und wie geht's jetzt weiter? Entschuldigung, Frau Doktor, aber er war zu viel für meine Nerven. Ich muss mich jetzt kümmern um Gustel. Ich finde, du machst ein bisschen zu viel auf Zweckoptimismus. Dr. Burger ist ein angesehener Gemeindearzt und seine Aussage wird Gewicht haben, auch wenn sie gegen zwei Anderslautende steht. Ich meine, meine Meinung. Jedenfalls möchte ich, dass du heute zu Hause bleibst. Geh bitte, Mama. Ich bleib doch heute nicht das erste Mal über Nacht weg. Ich bin volljährig und kann über Nacht bleiben, wo ich will. Aber nicht, solange du in meinem Haus wohnst. Papa, du hast doch sicher nichts dagegen, wenn ich heute über Nacht wegbleibe, oder? Wenn ich Nein gesagt habe, dann musst du nicht deinem Vater um den Bart gehen. Nein heißt Nein. Was machst du denn plötzlich für Sorgen? Ja, ich will einfach, dass sie Verantwortung übernimmt und sich nicht die ganze Nacht herumtreibt. Du willst doch Krankenschwester werden, oder? Der Dienst ist wirklich anstrengend genug. Also ich weiß nicht, sie ist doch alt genug. Ich werde schon wissen, was sie tut. Danke, Papst. Bis morgen. Bis morgen. Verrat's mir den Namen von deinem neuen Freund. Nein, ausnahmsweise nicht. Pass auf dich auf. Mach ich doch immer. Viel Spaß. Danke. Also, wie sie dich um den Finger wickelt, das ist nicht mehr anzuschauen. Schön ist das, wenn wir gemeinsam in der Küche arbeiten. Im Restaurant machen das Maschinen. Solche könnten wir uns übrigens auch zulegen. Salat wird nicht sauber, wenn man nicht wascht von Hand, Blatt für Blatt. Morgen hilft da nichts, Wolfgang, da müssen wir durch. Außerdem geht mir das ewige Salatessen schon langsam auf die Nerven. Salat hat viele Vitamine und das braucht man, damit wachsen die Haare ordentlich auf der Brust. Außerdem gehört frischer Salat zu original amerikanischen Hamburger, wenn schon Frau Dr. Miller heute Abend wieder unser Gast ist. Gibt's eigentlich Ketchup im Haus? Ich habe schon überall gesucht. Ketchup? Ja, das habe ich vergessen. Ich kann auch meinen Hamburger nicht ohne Ketchup essen. Das ist unmöglich, völlig ausgeschlossen. So kriege ich ihn nicht mal runter. Auf Afrika, jetzt übertreibt man nicht so. Seitdem sie mit ihrem behaarten Polizisten rummacht, läuft es in unserem Haushalt einfach nicht mehr perfekt. Das ist eine extraordinäre Unverschämtheit. Keine Sekunde, ich habe vernachlässigt den Haushalt wegen... Einen behaarten Polizisten in Uniform, sage ich doch. Aber natürlich haben sie den Haushalt nicht vernachlässigt. Anita, wer behauptet denn so einen Blödsinn? Haushalt ist mein ganzer Stolz. Aber wenn man meint, dass ich nicht mehr gut mache, dann lasse ich es vielleicht besser. Anita, wir sind doch so glücklich, dass wir sie bei uns haben. Egal, was du gesagt hast, Wolfgang, aber im Hinblick auf das Abendessen sind deine saublöden Bemerkungen natürlich kontraproduktiv. Ich habe sowieso keinen Hunger mehr. Und zugenommen habe ich auch schon wieder. Zugenommen? Das höre ich gern, Wolfgang. Das ist gut. Essen ist fertig in 10 Minuten. Na, dann wünsche ich auch einen guten Appetit. Ich bin auf meinem Zimmer. Wolfgang, ich werde dir das Essen bringen. Eine Großportion. So, bitte. Kommen Sie doch. Vielleicht sollte ihm mal jemand nachgeben und sagen, dass er für seine Größe viel zu mager ist.
Das habe ich schon. Aber ich glaube, er will davon überhaupt nichts hören. Ja, hat Arthur sich schon gemeldet? Ja, er ist bereits unterwegs, wird sich ein bisschen verspäten. Und Elisabeth? Sie sitzt oben in ihrem Zimmer und liest, sie wartet auf ihre Hamburger. Entschuldigen Sie vielmals, bitte legen Sie doch ab. Ja, Anita, wir haben einen Gast. Du hast noch nichts gegessen? Keinen Bissen. Vorher oder nachher? Ich würde sagen, wir essen alles irgendwie dazwischen. Du hast daran gedacht? Klar. Ich liebe Ketchup. Ich auch. Elisabeth müssen wir beiseite lassen. Die war so aufgeregt bei dem Unfall, dass sie sich an nichts Konkretes erinnern kann. Aber mit Anitas Aussage, Rauschers Aussage und Elmillers Gutachten, da stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Zumal Elmillers Gutachter als Spezialist für Rückgratverletzungen gilt, international. Auf jeden Fall werde ich versuchen, vor Gericht das Beste für Carlos rauszuholen. Hörst du mir überhaupt zu? Ich versuche mich nur an die Situation von damals zu erinnern. Ich war natürlich sehr aufgeregt. Ja, als du dazu kamst, da war die Erstversorgung an Carlos ja schon vorgenommen. Die Ambulanz kam dann sehr schnell und wir fuhren alle zusammen ins Krankenhaus. Das ist bekannt, aber worauf willst du hinaus? Morgen. 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 Kann ich welche davon haben? Natürlich. Extra für dich 6 Minuten weich habe ich sie gekocht. Aber Anita, da sind sie doch schon fast hart. Ihm das nichts macht aus. Hauptsache, er kann essen viele Eier. Sehr munter schaust du aber nicht aus. Eher ausgesprochen krank. Nein, Fieber hast du nicht. Sag, isst dir irgendwas? Du bist doch gestern schon um 8 Uhr im Bett gelegen. Müsstest du doch längst ausgeschlafen sein. Ich glaube, Wolfgang sehr schlecht schläft in letzter Zeit. Stimmt das? Wolfgang, ich rede mit dir. Hörst du mir überhaupt zu? Ja. Auch immer bei geschlossenem Fenster schläft. Das wirklich sehr ungesund ist. In seinem Alter habe ich auch schlecht geschlafen. Wirklich? Jetzt schläfst du aber ausgesprochen gut. Ich weiß. Störe ich dich? So ein Blödsinn. Natürlich störst du mich nicht. Ich bin nur überrascht. Kann ich dir was anbieten? Kaffee vielleicht? Komm, setzen wir uns doch. Ja. Gleich. Trinkst du einen mit mir? Ich bin doch noch im Dienst und Ja, ich weiß. All die Akten sollen heute noch erledigt werden. Mir geht es genauso. Ich habe auch jede Menge Arbeit. Und was hindert dich daran? Was willst du damit andeuten? Ich möchte nichts andeuten. Wie lange sollen wir noch warten? Worauf? Landeshauptmann Reidinger hier. Bis auf Widerruf keine Gespräche durchstellen. Danke! Unser Verlobungsring?
Boah, das ist ja ein ziemlicher Brüller. Danke für den Antrag. Gefällt er dir nicht? Doch, doch. Er gefällt mir schon, aber du gefällst mir besser. Ja, ich will deine Frau werden, Martin. Hast du jetzt Ja gesagt? Laut und deutlich, hoffe ich, oder nuschelig? Nein, nein. Ich war mir noch nicht ganz sicher. Du kannst dir aber sicher sein. Sag, und was glaubst du, wird deine Tochter dazu sagen? Theresa hat inzwischen eine gute Beziehung zu ihrem Vater entwickelt und unsere Scheidung akzeptiert. Und sie mag dich. Wir werden bald eine Familie sein. Kann ich dir dabei helfen? Ich glaube nicht. Ich sollte lieber allein mit ihr über unsere Pläne reden. Komm. Ich glaube, du wirst in nächster Zeit etwas leiser treten müssen. Wie meinst du das? Naja, deine Tochter, die Firma, das Bürgermeisteramt und mich als Ehemann. Der Tag hat nur 24 Stunden. Hast du vor, mich derart in Anspruch zu nehmen? Du, dann überlege ich mir das ja noch. Du weißt genau, was ich meine. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Und wir wollen doch die Zeit, die uns noch geschenkt ist, so gut wie möglich nützen. Du hast bei deiner Aufzählung aber eines vergessen. Ein Regierungsamt. Ich weiß doch, wie sehr du dran hängst. Und ich frage mich, ob du überhaupt einen Termin für unsere Hochzeit freischaufeln kannst. Storchenparadies, Südlage 2001. Gutsabfüllung. Das Beste vom Besten für den heutigen Tag. Ich habe mich schon entschieden. Entschieden? Ja. Ich habe mir gesagt, wenn du mich nimmst, dann kandidiere ich kein zweites Mal mehr für den Landeshauptmann. Das würde ich nie von dir fordern. Das weiß ich. Auf unsere Zukunft. Kann ich nur gratulieren. Meine Prokuristin wird meine Stiefmutter. Mein Vater findet es nicht der Mühe wert, mich zu unterrichten. Er musste heute sehr früh raus, wegen der Landtagssitzung. Trotzdem lieber gern von ihm erfahren als von Ihnen. Tja, selber schuld. Sie haben mich auf den Ring angesprochen. Natürlich fragt man sich, wenn die Prokuristin plötzlich so einen teuren Ring hat. Von wem, wozu, welcher Anlass? Den wissen Sie ja nun. Ja. Ich finde, wir sollten ab jetzt du zueinander sagen. Solange ich nicht Mutter sagen muss. Und ich nicht meinen Sohn. Also dann kommt jetzt der Versöhnungskuss. Hätten wir das auch besprochen. Auch das österreichische Gutachten, das ich angefordert habe, bestätigt die Richtigkeit des Ersten. Die endgültige Durchtrennung des Rückenmarks von Herrn Oppermann fand nicht durch den Sturz, sondern durch die erste Umbettung statt. Jetzt kommt es also nur noch darauf an, wie die Aussagen Dr. Burgers, Rauschers und Anitas bewertet werden. Allerdings. Das werden Sie aber nicht tun. Woher wissen Sie, was ich vorhabe? Lieber Herr Kollege, die Dinge liegen auf der Hand. Sie urteilen über eine Schadenersatzklage des Schwiegersohns Ihrer Dienststellenleiterin. Also gut, ich werde die Verhandlung eröffnen und den Vorsitz wegen Befangenheit sofort zurücklegen. Und damit geht die Sache an ein anderes Gericht. Gut, bringen wir es hinter uns. Es tut mir leid, dass ich in der Angelegenheit nicht behilflich sein kann. Sie verhalten sich korrekt und ich habe das nicht anders von Ihnen erwartet. Bitte. Danke. Guten Morgen, die Herren. Kann ich Sie in einen Augenblick sprechen? Alles Nötige wird ja wohl jetzt in der Verhandlung erörtert werden. Ich bitte Sie nur für einen Moment. An jenem Tag, an dem mein Schwiegersohn ins Krankenhaus eingeliefert wurde,
hatte ich Sie beide beobachtet, wie Sie miteinander sprachen. Sie waren sehr erregt, Herr Dr. Burger, genauso wie vorhin. Na und? Worüber sprachen Sie an jenem Nachmittag? Über medizinische Maßnahmen, was sonst? Sie werden jetzt beide unter Eid aussagen. Sie sind beide Ärzte und Sie wissen auch beide, was ein Eid bedeutet. Herr Dr. Burger, haben Sie wirklich vor, Ihren Kollegen zu einem Meineid anzustiften? Überlegen Sie sich das bitte. Sehr gut. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie sogar miteinander befreundet. Einen Moment, Frau Dr. Laubach. Ich habe einen schweren Kunstfehler begangen. Das ist mir erst bei der Einlieferung von Ihrem Schwiegersohn ins Krankenhaus bewusst geworden. Für die endgültige Behinderung von Herrn Oppermann übernehme ich die volle Verantwortung. Dr. Branden hat nichts damit zu tun. Es ehrt Sie, Herr Dr. Burger, dass Sie im entscheidenden Moment zur Wahrheit gefunden haben. Gleichzeitig ist es auch mein Ruin. Die Schadenersatzzahlung an Herrn Oppermann übernimmt meine Haftpflichtversicherung. Aber mein Ruf als Arzt wird nicht nachhaltig beschädigt. Wenn man sieht, dass Sie einen Fehler eingestehen, Herr Dr. Burger. Frau Doktor, ich mache jetzt Schluss. Bleib auch nicht mehr lang, Regine. Schönen Feierabend. Ihnen auch. Sagen Sie, hätten Sie das dem Dr. Burger zugetraut? Ich weiß es nicht, Regine, aber ich bin froh, dass es so gekommen ist.